Bei einem Zimmerbrand in der Königsberger Straße ist am Montagabend ein 57 Jahre alter Göttinger ums Leben gekommen. Er starb an schweren Brandverletzungen in einer Hamburger Spezialklinik. Nach ersten Ermittlungen der Polizei brach das Feuer gegen 21.30 Uhr im Schlafzimmer des Mannes aus. Die alarmierte Feuerwehr rettete den schwer verletzten Bewohner aus seiner Wohnung und löschte das Feuer. Die anderen Hausbewohner hielten sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Haus auf. Sie wurden nicht verletzt, auch ihre Wohnungen blieben unversehrt. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt, die Brandursache ist noch unklar.